Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Void 4, genau, und ich habe neulich mal wieder gestreamt nach Ewigkeiten und endlich wieder ein bisschen was geschafft. Da muss ich auch nochmal die Lautstärke, by the way, hochstellen, die ich natürlich in den Livestreams immer runterstelle. Und ich glaube, für mich mache ich es gerade mal leiser, denn die Musik geht mir sonst ein bisschen zu sehr ins Ohr. Okay, zunächst mal, ich bin im Game-Mode. Ich glaube, ich hatte es noch nicht erwähnt, weil ich jetzt hier einfach mal in Ruhe gelassen werden will von irgendwelchen Skeletten, die hier natürlich permanent runterfallen weiterhin. Also ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt mit dem Baum. Ich werde definitiv versuchen, so weit wie möglich immer mich weg davon aufzuhalten, weißt du, dass ich jetzt nicht so in unmittelbarer Nähe alles baue, obwohl ich ja hier eigentlich das Gegenteil tue. Ich habe nämlich jetzt hier endlich mal angefangen, das Feld zu bewirtschaften, werde ich auch gleich weiter tun, denke ich mal. Das ist ein Ding, was man gut im Video nebenbei machen kann. Und hier hinten habe ich auch schon mal einen Blick in den Nether gewagt, da kann ich gleich nochmal durchgehen, denn ich habe schon wieder vergessen, was da war, aber ich habe eben genug Obsidian jetzt endlich gekriegt, damit ich das Portal bauen konnte, was natürlich ziemlich cool ist, aber hier sieht man schon, ist komplette Leere, also da gibt es nicht viel zu holen, das heißt, wir können direkt wieder zurück. Natürlich ist es blöd, wenn man im Creative rauskommt und direkt auf der hinteren Seite erscheint, aber egal. Ich bin jetzt erstmal gleich dran und werde, wie gesagt, hier drüben weiter experimentieren. Achso, ich muss ja jetzt jedes Mal in den LAN-Modus gehen extra, ne, damit ich hier Cheats anwenden kann. Ja, das sind natürlich jetzt so Nachteile am Survival-Modus. Vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass wir bald wahrscheinlich wieder in den Multiplayer wechseln werden. Das heißt, ich wollte den Anbieter einfach nur wechseln, dass ich jetzt auf Atari gehe, aber ich habe festgestellt, dort gibt es leider keine Möglichkeit, dieses Modpack ohne weiteres zu zocken. Ich glaube, das hatte ich sogar auch schon angesprochen, letzte Folge. Jedenfalls habe ich jetzt es nicht nochmal probiert, das irgendwie manuell hochzuladen oder so. Das wäre mir eh viel zu viel Aufwand, also das hätte ich eigentlich von vornherein schon sagen können. Jedenfalls wäre noch eine andere Option, dass wir weiterhin den Server von Shandy nutzen. Da gibt es aber das Problem, dass der in 2 Wochen erneut ausläuft. Also aktuell ist er eben bis zum 11.10., soweit ich weiß, gebucht. Und danach ja, ist eben wieder dieselbe Situation wie jetzt. Das heißt, es würde sich nicht lohnen, den jetzt wieder einzurichten, denn das müssten wir machen. Zurzeit befindet er sich nämlich nur in einer Art Archivzustand. Also die ganzen Maps, die Shandy in verschiedenen Modpacks mal gezockt hat, sind dort irgendwo hinterlegt, aber eben nicht so, dass man sie spielen kann. Das heißt, ich müsste Void beispielsweise erst wieder hervorkramen und dann sowieso auch die aktualisierte Map, die ich hier gerade auf dem PC habe, hochladen und dann könnten wir das Ganze starten, aber das ist mir irgendwie gerade den Aufwand nicht wert, keine Ahnung. Vor allem weiß ich auch nicht, ob das so einfach geht, vielleicht muss man da noch irgendwas beachten, wenn man den Server einrichtet, ne, ich kenne mich damit nicht so aus und da müssen halt viele Dateien und so weiter stimmen, die vor allem in den richtigen Verzeichnissen abgelegt sein müssen. Deswegen halte ich da lieber mich immer ein bisschen entfernt von, beziehungsweise lass beispielsweise Shandy machen, der kennt ja den Dienst auch an sich schon länger und ist da ein bisschen mehr involviert. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir den Server eben auch nicht mehr lange haben und ich will jetzt auch nicht, dass der für 2-mal im Monat, wo hier jemand gefühlt joint, die ganze Zeit durchläuft. Das ist halt ein bisschen mit der Wurst nach der Schale geschmissen, wie man so schön sagt. Und das will ich jetzt Shandy nicht unbedingt zumuten, weißt du? Es ist ein bisschen zu viel verlangt, denke ich mal. Bisher war schon krass, dass der die ganze Zeit durchgelaufen ist, obwohl der die meiste Zeit eigentlich nicht genutzt wurde von den meisten Spielern hier. Aber ja, das ist eben dann leider so mit der Entwicklung gekommen. Das war ja nicht von Anfang an absehbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Verschwendung, wenn der jetzt aktuell läuft, aber nicht genutzt wird, weil der die ganze Zeit nur irgendwelche alten Modpacks eben noch beinhaltet, die da irgendwo rumliegen. Das ist natürlich die nächste Frage, beziehungsweise ein anderer Betrachtungswinkel. Also irgendwie müsste man ihn schon nutzen, muss ich sagen. Nur wie dann eben, ne? Vielleicht könnte man was Kurzfristiges auch dort hosten. Aber da müsste man natürlich auch erstmal ein Projekt haben, was sich für sowas eignet, ne? Ich meine, man hat ja jetzt nicht jederzeit so ein Ding, was einfach mal ein paar Tage nur läuft. Oder so ein Event-Projekt, weißt du, wie Battle Royale damals. Das wäre eigentlich an der Stelle gut, aber ja, das kann ich mir jetzt auch nicht aus dem Hut zaubern. Oder obwohl, vielleicht Tiso. Das wäre jetzt noch das Realistischste, denn da hatten wir drüber gesprochen, Tiso 3 mal in Angriff zu nehmen und eventuell kommt es bald, aber es würde jetzt auch nicht mehr reichen, wenn der Server nur noch bis zum 11. läuft dafür.
denn Tiso wird frühestens Mitte Oktober irgendwann vielleicht starten. Das ist jetzt auch nur so eine Prognose von mir, beziehungsweise ja, alles noch nicht wirklich abgesprochen. Deswegen kann ich dazu jetzt noch keine genaueren Planungen vornehmen, beziehungsweise wenn sich's nicht überschneidet mit der Serverlaufzeit, braucht man da jetzt eh nicht drüber nachzudenken, großartig. Aber das wäre eben cool gewesen, wenn es zeitlich besser gepasst hätte, ne? Wie es immer so oft im Leben ist. Meistens ist man zur falschen Zeit am falschen Ort oder umgekehrt, weißt du? Ich will mich jetzt hier nicht beklagen. Es liegt ja auch unter anderem an mir, warum Tiso zum Beispiel noch nicht starten kann, beziehungsweise auch andere Projekte demnächst Einschränkungen erfahren. Und zwar bin ich noch mal ein paar Tage weg. Was gerade jetzt eben zum Tragen kommt, weil derzeit viele Projekte enden, wie beispielsweise Top Attack 2, das habe ich vorhin komplett abgeschlossen, endlich mal. Oder auch sowas wie Tinymon 1, weißt du, das wird ja dann direkt auch ersetzt durch die zweite Staffel. Und ja, ich habe mich jetzt mit Absicht killen lassen, damit ich drüber komme. Ich will mir nämlich wieder ein paar Grasblöcke von Shandy holen. Da hatte ich neulich mich schon bedient. Er hat mir auch erlaubt, das zu tun. Ich war ja zusammen mit ihm im Discord, als ich gestreamt habe. Das heißt, wenn ich hier im Singleplayer spiele, ist es ja sowieso egal, ne? Da muss ich ja theoretisch gar nicht nachfragen. Gut, na, es ist halt die Frage, ob der Server nochmal aufgesetzt wird irgendwann. Vielleicht nehmen wir ja auch einen Nitrato-Server, obwohl das wäre schon ein bisschen krass, denn die sind ja noch teurer. Aber wie ich feststellen muss, hat er auch gerade, by the way, gar kein Gras mehr. Na gut, da muss ich mir doch selber welches machen. Jedenfalls waren wir ja gerade stehen geblieben bei dem Thema, welche Projekte enden. Dazu zählt beispielsweise auch noch Tropical 3. Das ist zurzeit ja ziemlich am Ende. Wird aber bald dann auch ersetzt durch Horror 3, was also ja auch ein bisschen wieder eine ziemliche Motivation mit sich bringen muss, denn da muss man ja mehr oder weniger schon engagiert dranbleiben, damit nicht alles hinten runterfällt oder man viel zu wenig Folgen hat am Ende. Da bin ich natürlich auch am Überlegen, generell auch noch was Creation angeht, bald, das soll ja alles kommen, noch dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wo das alles unterkommen muss, damit das noch einigermaßen realistisch erscheint, also keine Ahnung, jetzt ist halt auch noch Tiny Aura 6 gestartet. Und da wollte ich eh nochmal etwas genauer drauf eingehen, denn das ist so ein Thema für sich wieder. Tiny Aura 5 ist ja gestartet, als Void 3 beispielsweise vorbei war. Und ich glaube, Void 3 kam direkt als Nachfolger oder mit ein bisschen Pause dazwischen von Tiny Aura 4. Das heißt, ich hatte eigentlich nie zwei solche Projekte gleichzeitig laufen, weil es eben Skyblock war und ich immer dachte, naja, da kann man das so schön abwechselnd immer bringen. Jetzt stehen wir aber vor der Situation, dass Void 4 eben noch läuft und ich auch vorhabe, das weiterhin zu bringen, selbstverständlich, denn ich habe ja schon noch Spaß hier dran und einige Sachen vor und so weiter, was ich ja immer wieder betone. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Tiny Aura 6 irgendwie einplanen und es ist krass, by the way, diese Staffel schon so auszusprechen, also man ist gar nicht dran gewöhnt, eine sechste Staffel von irgendeinem Projekt zu haben, aber jetzt ist es eben soweit. Und da sind auch schon 5 Folgen abgedreht heute beim Start, also das war auch krass, denn da haben wir irgendwie ziemlich lange geredet, mit Erwi auch, und ihr wisst ja, wie Erwi teilweise durchsprechen kann, also auch wie ich, redet er dann ohne Punkt und Komma und auf einmal hat man 20 Minuten wieder geredet, weißt du, und da musste auch nicht so viel rausschneiden, das heißt, da kriege ich schon viele Folgen raus. Direkt aus der Startsession und da ist natürlich die Frage, wie ich das dann irgendwo in meinen Uploadplan eintakte. Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht mal so leicht wird und ich da definitiv noch auch ein bisschen warten muss. Denn beispielsweise für Dezember habe ich jetzt auch schon vorgeplant, habe ich vorhin gesehen. Dann Januar, Februar muss ja irgendwann auch wieder Snow Village kommen. Was ich natürlich auch schon fest so vorgesehen hatte. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich Tiny Aura 6 tatsächlich erst als Nachfolger von Void 4 bringe. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Void 4 wird natürlich nicht ewig lange gehen. Also da ist natürlich auch mal Schluss. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich noch einige Folgen machen. Das sollte klar sein, aber nicht auch so viele, wie man sich vielleicht wünscht oder vorstellt. Denn ja, ich werde hier nicht irgendwie auf die 50 Folgen oder ähnliche Rekordwerte kommen. Das hatten wir ja in anderer Weise auch schon bei Void 2. Da bin ich ja auch relativ lange im Singleplayer unterwegs gewesen gegen Ende. Zumindest was die Streams und so weiter angeht und die Folgen. Ich habe da doch eine ganz schöne Zeit dran geknappert. Wobei allerdings gar nicht so viele Folgen dabei rauskamen. Das hat mich doch ziemlich gestört, dass ich dafür so viel Zeit noch aufgebracht hatte.
beziehungsweise das Projekt damals gegen Ende so oft in den Hintergrund geraten ist, und ich befürchte, dass das auch bei Void 4 passieren könnte, wobei ich natürlich heute immer noch den Druck im Nacken habe, neue Folgen bringen zu müssen und so weiter und eben die Videos sehr aktuell produziere, was damals natürlich überhaupt nicht so war bei Void 2, da bin ich ja sehr weit im Voraus gewesen. Deswegen haben wir jetzt schon eine andere Situation und ich muss eben beobachten mit der Zeit, wie weit ich komme, und werde dann wahrscheinlich erst im November oder Dezember sogar eine Aussage treffen können, wann Void 4 genau endet, und muss eben dementsprechend meine Entscheidung fällen, ob ich parallel anfange Tiny Aura 6 hochzuladen oder ersatzweise, aber ich tendiere schon zum Ersatz, denn ich habe aktuell gar keine Vorstellung, wie ich das noch irgendwie in den Uploadplan einbauen will. Und öfter als einmal die Woche wird es so oder so nicht kommen, also das kann ich schon mal sagen. Tiny Aura 6 wird nicht wieder auf zweimal die Woche erhöht oder ähnliches, das hatten wir ja öfter in der Vergangenheit. Aber ich krieg das einfach nicht mehr hin, dieses Modell ist einfach veraltet, sag ich mal, beziehungsweise nicht mehr umsetzbar. Aber hinterher weiß man es ja dann auch immer besser, und naja, ich würde jetzt hier die Folge an der Stelle beenden. Nicht, dass ich wieder 10 Folgen gefühlt von One Minute Tiny zwischendurch rauskriege, ist mir in letzter Zeit auch ein bisschen zu viel geworden. Und dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.